Wir kennen es alle. Wir wachen in Mitte des Geschichtsunterrichts, gucken die Lehrer an und denken uns, was labert der eigentlich da? Wer war Napoleon? Und was ist eigentlich diese französische Revolution? Wir haben eine Website programmiert, die heißt What Happened. Für die kein Englisch können, was ist passiert? Und diese Website hilft uns alle, Geschichte zu lernen und dabei auch Spaß zu haben. Wie sind wir darauf gekommen? Wir haben Probleme von der Schule aufgezeigt. Oh Gott, ich zitter. Wir haben spezifisch den Problem gefunden, Unterricht ist langweilig. Da könnt ihr mir alle zustimmen. Und ja, wir haben diese Website programmiert, weil wir dachten, mit einem Spiel, mit einem interaktiven Spiel, könnten wir den Geschichtsunterricht mega cool machen. Ja, also wir von der Programmierung, vom Zeitstrahl, den man jetzt sieht, beziehungsweise da, den Code, von mir aus hier auf dem PC, ich erzähle jetzt einfach mal was über den Zeitstrahl. Und zwar, der geht von 1800 bis 2020 und ist ganz einfach zu bedienen, einfach durch Interaktion, also einfach draufklicken und man kann Daten abrufen und was auch immer, was man eben sehen will. Und natürlich ist er in einer chronologischen Reihenfolge aufgebaut. Wir haben auch ein Spiel entwickelt, ein Spiel, wo man eine Person aus der Vergangenheit wird, ist und man bekommt natürlich, bevor man in das Spiel reingeschmissen wird, bekommt man eine Information, wer man ist, in einem kleinen Text. In diesem Spiel hat man Fragen, man bekommt Fragen gestellt, während man Aktionen ausführt und dann reagiert man, also man trifft eine Entscheidung und damit kann man König werden, sterben, einfach einen Alltag leben, einkaufen gehen, was weiß ich. Durch dieses Spiel bekommt jeder einen realen Einblick in die Vergangenheit und kann sich vielleicht auch Schlüsse daraus ziehen. Ja. Wir haben außerdem eine Karte, wo zu verschiedenen Zeitpunkten die Grenzen aufgezeigt werden, da sie sich ja von den Ländern immer wieder verschoben haben. Und zwar geht es von 1800 bis 1994. Ja, und wir haben kleine Marker, die die wichtigsten Punkte, also Orte, wo Sachen stattgefunden haben, markieren. Und wenn man raufklickt, kann man auch sehen, was da genau passiert ist. So, wir haben auch natürlich Daten gesammelt, Daten aufgebreitet vom 1800 bis 2020. Ja, es sind einfach historische Ereignisse, wichtige Events, die passiert sind und generell personenbezogene Daten. Das ist jetzt alles schön und gut, jetzt haben wir alibimäßig irgendwelche Codezeilen gezeigt, aber ich glaube nicht mal die Leute, die Informatik studieren, können damit jetzt anfangen, wie es aussieht. Deshalb ist es, glaube ich, am einfachsten, wenn wir einfach mal zeigen, wie die Website aussieht. Müssen wir ja kurz warten, vielleicht lädt er das auch noch. Naja, ich kann ja schon mal anfangen. Man startet direkt auf der Website und sieht direkt den Zeitstrahl. Und man würde den Zeitstrahl auch im Stream sehen, vielleicht. Da ist ein Zeitstrahl, super. Der Zeitstrahl ist ziemlich lang und geht bis 2022 nach unten, also bis aktuell quasi. Und wenn man jetzt mal zum Beispiel nach ganz oben geht, der erste Eintrag ist ziemlich interessant, nämlich da geht es um die Stadt London in England, glaube ich zumindest. Und die hat einen extra Eintrag, nämlich wenn man über die Einträge drüber hovert, klappt sich ein Informationskästchen aus und da kann man draufklicken und bekommt nun einen wunderschönen Stadtplan von London. Mit weiteren Informationen und auch noch einen Link zu einer sehr informativen Seite.
Nein, da klicken wir jetzt nicht drauf, sondern wir gehen jetzt zurück. Der funktioniert, hallo. Und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, sind da Karten verlinkt. Und die Karten kann, glaube ich, jemand anderes besser erklären. Das ist zum Beispiel die Karte jetzt von 1800 und wo auch die Grenzen und natürlich auch die Marker drauf sind. An der Seite kann man, wie man gerade schon gesehen hat, verstellen direkt das Jahr, wo sich dann auch die Grenzen verschieben, genau. Die Markierungen verdecken ja teilweise die Grenzen, weshalb man die auch ausstellen kann, falls man möchte. Aber um die Orte zu sehen, braucht man halt die Marker. Und wenn die da sind, kann man dann mit deren Hilfe, wenn man auf einen raufklickt, sehen, wann das passiert ist und was dort genau passiert ist. Jetzt kommt natürlich das Wichtigste an der Webseite, das Spiel. Wir haben hier ein kleines Spiel schon mal vorbereitet, welches perfekt zum Hintergrund passt, wie man sieht. Wir spielen hier Elisabeth, die kommt aus London. Die Stadt haben wir ja schon mal irgendwie gehört. Wir sind jetzt im 14. Jahrhundert. Elisabeth wurde 1330 geboren. Sie ist jetzt 18 Jahre alt, wir sind jetzt also im Jahre 1348, rechnen muss man können. Entschuldigung. Sie wurde mit 15 Jahren an einen Schmied verheiratet, der ist aber vor ungefähr einem Monat verstorben an einer Krankheit, Fieber, ganz schlimm. Und jetzt ist auch vor 2 Wochen eine Seuche ausgebrochen. Also Elisabeth geht jetzt eigentlich nicht so gut und sie kann sich gerade so über Wasser halten. Und jetzt starten wir mal in einen ihrer Tage rein. So, wir gehen als Elisabeth aus dem Haus. Dann hören wir plötzlich einen Hilferuf. Das ist eigentlich normal dort, weil, soweit ich weiß, wurden um diese Zeit sehr viele Menschen ermordet. Okay, und wir sind natürlich nett. Wir laufen also zu diesem Hilferuf. Vielleicht können wir irgendwie helfen. So, wir sehen dort, wo wir ankommen, einen Menschen mit blauen und lilafarbenen Beulen auf dem Boden liegen. Die sind auch etwas schwärzig gefärbt. Und der ist halt derjenige, der nach Hilfe gerufen hat. Weil wir nett sind, geben wir ihm etwas Wasser, weil Durst muss als erstes gelöscht werden. Das ist wichtig. So, wir helfen ihm mit Wasser. Er bedankt sich natürlich, ganz nett, wir lächeln ihn an. Und wir haben uns so ein bisschen jetzt angefreundet mit ihm und jetzt haben wir uns dazu entschieden, ihn doch mal zur Heilerin zu bringen. Vielleicht kann die ihm ja helfen. Wir sind jetzt bei der Heilerin. Die ist so richtig drauf wie, ey, dich kenne ich ja, du bist doch die, die letztens mit ihrem Mann angekommen ist. Tut mir leid, dass ich den nicht retten konnte, aber hey, unterhalten wir uns mal ein bisschen über ihn. Und hallo, uns lag der Mann echt am Herzen. Wir wollen nicht über einen Verstorbenen reden, der uns am Herzen lag. Also setzen wir den Kranken dort ab und gehen nach Hause. Jetzt sind wir zu Hause. Jetzt geht es uns aber plötzlich sehr schlecht. Und wir wissen nicht, was mit uns los ist. Aber das Wichtigste ist erstmal, sich hinzulegen. Denn Schlaf brauchen wir. Es könnte daran liegen, dass wir Hunger haben. Hunger wird mit Schlaf weggehen. Also legen wir uns jetzt hin und schlafen. Schade, wir haben die Pest. Wir sterben innerhalb der nächsten 3 Tagen. Aber wir können das alles nochmal von vorne starten. Vielleicht werden wir beim nächsten Mal Königin.